Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir mit Rico La Cité des Cloches ein bisschen weitergemacht und ein paar Schätze gesammelt und so. Und davor haben wir noch mit Sora ein paar, Sachen in La Cité des Cloches gemacht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir letztens gemacht haben. Es dauert schon wieder eine Woche her, ist aber mal schauen. Ich habe wieder meine Traumfänger, Fresser, Dream Eater, ne? Bisschen hier geknuddelt und jetzt haben die wieder ein paar Punkte, leider nicht genug. Was haben wir denn hier alles? Schlafblocken. Die sind aber nur aktiv, wenn ich die ausgesetzt habe, oder so, wenn es das hier geheim ist. Oh, ich habe das noch nicht. Attacken hast, ja, warum nicht? Wo ist das? Feuerfest, was soll's? Nehmen wir das. Geheimrute kaufen. Oh. Teure Route. Machen wir mal hier. Ja, ich muss auch Fertigkeit links einsetzen und so, ne? Ah. Stimmt. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen öfter machen. So. Gut. Vermerkt. Nächster Kampf, den wir machen. Ach ja, ich habe jetzt noch mal diese Dingens hier gemacht, diese Sturzsequenz Dingens hier, wenn wir die Welt betreten. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Jedenfalls, das habe ich noch mal gemacht, habe einen A-Rang rausgeholt mit Rico und jetzt haben wir bei bisher allen Routen hier schon mal A-Rang. Das ist doch schon mal was. So, wenn ich mit beiden auf einmal hier mich verbinde, zählt das dann bei jedem als cool. Als Link-Verbindung. Ich hoffe ja doch, ne? Ich hoffe es wirklich. So, komm her. Leider nicht mehr so. Ich finde, die sind nicht so gut hier wie die. Oh Gott. Die sind leider nicht so gut die Kommandostile, die Rico hier hat, wie die im Birth by Sleep. Also cool. So Zeitbombe. Wow. Man land doch mal auf dem Boden, ey. Ich komme gar nicht dazu, die anzugreifen, weil ich überhaupt am Boden bin, ey. Mein Gott, ich sollte gegen so zwei Gegner eigentlich nicht solche Probleme haben. So. Lauter machen. So. Also für mich den Fernseher. Es ist natürlich wieder eine Frage der Zeit, ob die Aufnahme laut genug ist oder nicht, oder ob ich wieder zu laut bin, weil ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so in letzter Zeit am Aua. Kann ich fragen. Die Gegner waren noch Pipifax hier vorher. Jetzt kriege ich hier noch die Fresse, oder wie? Ja, toll, dass ihr alle hier rumsitzt und nichts macht, oder wie? Kann sein, dass ich ein bisschen unterlevelt bin. So, Zeitbombe, das habe ich gekauft, glaube ich, oder hergestellt, ich weiß es gar nicht mehr. Alter, ich krieg voll auf die Füße hier. So, sei was Vernünftiges. Da, wie kommt es, dass wir noch kein einziges von diesen Viechern hier erledigt haben? So, kommt her. Kann ich sagen, dass ich solche Probleme mit den Viechern habe. Irgendwie halt nicht verdammt viel aus, habe ich so das Gefühl. Vielleicht blockt es mich, kann natürlich auch sein. So. Meine Güte, ey. Was ist hier los? So, komm her. Das regt mich total auf, dass ich nichts irgendwie so an Einbildung und so bekommen habe von den Viechern. So. Und jetzt gucken, ob ich die Schätze wieder alle hier absahne, weil ist immer so eine Sache hier bei diesen Welten. Komm her, komm her. Der ist einfach. Boah. Ja, der sollte wieder auftauchen mit geschwächten AP. Im Gegensatz zu Birth by Sleep, wo die immer neu respawned sind und gar keine AP dann wieder verloren haben. Oh, das war's gut.
So, ich muss noch ein paar Viecher hier erledigen. Also für das gehe ich hier halt derbe auf die Fräse. Vor allem, ich weiß noch, dass der Boss in dieser Welt hier nicht so schwach ist. Was war das? So. Ja. Ja, du hast dann noch alle AP verloren. Geil, ne? Und du auch. Ha. Macht's einfacher. Wo bin ich hier eigentlich? Eistraumtüte. Der ist so lecker. Das Ding irgendwie noch nie hochgehen gesehen. Soll ich irgendwie aktivieren nach der Zeit? Was soll's? Der Löwe hat gleich wieder seinen Link voll. Oh, oh hi. Oh, jetzt das. Er klappt also nicht immer. Ja, super. Ich hab mir das gefällt. Und ich merke gerade, was das wieder für Gegner sind. Schlitz. Und Saugsturz. Was ist das? Was? Oh. So verwirrend, da alles so komisch hier gemacht wird. Was ist das? Hier gehst du in den Boden und bringst dich dadurch in Sicherheit. Ey. Was? Okay. So der Explosion, okay. Nein. So, ich wollte gerade mein Ding, eine Karte aufrufen und so. Die halten aber auch viel aus, ne? Aber noch mal Glanzhammer. Wo ich so das Gefühl habe, diese Dinger behindern mich irgendwie mehr, als sie mir helfen. Meine Kombos dann irgendwie vollkommen desorientiert sind. Aber das kann ich mir natürlich auch nur einbilden. Ich gehe jetzt hier natürlich von Birth by Sleep Logik aus, dass hier die Dingens, die Malangriffe stärker werden, wenn ich mich mit den Traumfängern hier verbinde, ne? Also Rico. So, eine will abkommen. Ein Apfel gesehen. So, oh, sehr geil. Mich doch. Oh, da bist du. Gute Entscheidung, ja, ein bisschen zu trainieren. So, wo? Ist irgendwo so ein Ding, ja? Wo denn? Irgendwo, ne. Ich bin immer verwirrt von, ich glaube ganz oben war irgendwas, ne? Fast. Aha. Ist doch irgendwas ist hier versteckt. Ich kann die Karte nicht aufrufen, während ich hier durchdüse. Ah, hallo. Mindestens 3 Angriffe im freien Fluss. Oh, ja, kein Ding. Und zack. Und zack. Und zack. Was machen der Zack in diesem Spiel? Ja, hallo. Oh. So, ich habe ein Level ab. Jetzt bin ich ein bisschen stärker. Was macht er jetzt? So, geschafft? Nö. Naja. Ah, jetzt aber geschafft. Ja. Bei der Ecke so aufgeschlitzt. Schön. So, Rezept kommen. Edle Fantasie und kein Rezept. So, blöd ist, ich weiß nicht mehr, wo ich schon wieder war und nicht. So, ja, all over the place hier.
Ich habe einen im ersten Gebiet, wo ich gelandet bin, übersehen. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Aber das erste Gebiet, wo ich gelandet bin. Nee, ich bin auch in diesem Hauptplatz, glaube ich, gelandet. Boah, ich glaube, hier sind echt die schwierigsten Truhen hier irgendwie. Sonst Kingdom Hearts. Mensch, mein Sturz schon wieder auf 1.1 gebracht, ey. Ja, muss ja hier irgendwann, bei die zweite Truhe. Kann ich sein, hatte ich ja schon wieder mal verpasst. Aber ist das denn ja? Ich das schon gehabt. Einfach so. Machen wir alle. Einbildung ausgezeichnet. Ja, wo ist denn noch eine Truhe? War das erste Gebiet, wo ich hier gelandet bin, oder? Muss die zweite Truhe ja irgendwo hier sein. Da, hallo. Oh. So, dann. Ach, wenn ich meine Dings hier ab, kann ich noch nicht. Solange ich hier die Viecher ausgeliehen habe, kann ich hier nicht mein Menü aufrufen. Dreck. Bei Twilight Town habe ich die Sachen natürlich liegen gelassen, weil ich wusste, dass ich da irgendwann zurückkomme. Hier würde ich schon gerne alles auf einmal absahen. Zügellose Einbildung, ich habe keine Ahnung. Ja, dann gehen wir noch mal. Aber ich meine, ich habe in der Kathedrale alles abgesahnt. So ein Problem, wenn die Level hier so groß sind. Ja, geht weg. Ich glaube, ich muss so oder so noch mal jetzt zu diesem Ort zurückkehren, ne? Was? Jetzt zieht mich an oder wie? So, war das schon von oft passiert, dass ich irgendwie nicht weiterlaufen konnte. Ich habe irgendwas hier angezogen oder wie? Hey, schon wieder. Oh, das. Halt. Nee, da war was. Wahrscheinlich liegt das auch daran, weil ich hier die ganze Zeit über die Dächer springe, dass ich hier die ganzen Schätze verpasse, ne? Wahrscheinlich hier irgendwo am Boden und so. Voll offensichtlich versteckt, aber ich finde sie natürlich nicht, weil ich hier überall durch die Gegend springe. So, ja, aber, oder? Ah. Verpisst euch! Oh. Wie man schon irgendwas, wenn man alle Schätze und so einsammelt, ich weiß nicht. Ich mache einfach in dem Spiel. Ich mache sowieso immer am Ende des Spiels. So, wie sieht jetzt aus? Boah. Das ist so unprofessionell. Aber da habe ich mir schon wieder was, ey. Eurer Schildkegel und so. Boah. Da muss irgendwo in der Kathedrale einer sein. Was hier denn? Nix. Oh. Also wenn ich irgendwas verpasst habe, in der Aufnahme packe. Oh. Zum Glück kann man sich ja voll schnell durch die Gegend bewegen. So, hier mal ganz vorsichtig hier überall durch. Nun ist nix. Ja, so nervig, ey. Nein! Obwohl. Nein. So, wir haben noch nichts mit Rico erreicht. Ist doch geil, ne? So, hier am Boden irgendwo. Leck mich dran. Oder echt irgendwo. So, komm.
So, das sieht vernünftig aus. Ich habe irgendwo nur eine in der Stadt verpasst, anscheinend. Da schon wieder so eine verkackte Lücke ist, ey. Krieg die Krise. Nein. Aha. Okay. Da schaue ich aber noch, während ich hier mit Rico spiele. Jetzt mal schnell irgendwie, wie nennt man das? Motion Sickness auf Deutsch. Reisekrank, aber im Spiel geht es eigentlich voll. So Sachen wie Mirror's Edge, die kann ich wahrscheinlich nicht spielen. So, da, Hallöchen. Ja, wir können weitermachen in der Story. Edle Fantasie ausgezeichnet. So, weiter. Oh, das war nervig. So, da geht die Story weiter. Okay, ausgezeichnet. Wir haben alle Schätze hier. 15 Minuten schon des Videos verbraten. Hi. Was jetzt so Miniguns als Hände? Alter. So, sehr geile Musik. Finde ich sehr gut. Ich kann nicht zurück. Und gleich ist meine Sturzanzeige abgelaufen. Oh, genau gleich wie mit Sora. Au. Ah, hier wird ja wohl nichts versteckt sein, oder? Hallo? Oh Gott. Oh, die explodieren nicht gut. Oh, der ist auch gehauen. Gut. Und tschüss. Ich muss kaputt hauen, oder was? Ja, er muss ihn kaputt hauen. Oh Gott. Ich habe schon Immunität, ich weiß es nicht. Oh, der kann uns immer noch treffen von da aus. Immer auf dem Weg. Oh, danke. Okay. Oh, die Musik ist so schön. War ein Trailer, glaube ich, von dem Spiel damals. Duell. Ich habe nicht gekämpft, oder? Bringt eigentlich noch nichts gegen die zu kämpfen, wenn ich noch nicht Glückspilz und all so was habe, ne? Oh Gott. Ah. Ja, gleich wieder mitten im Kampf hier. Und jetzt ich bin zurück. Boah. Orientierung, es ist eine Sache, die schwer zu meistern ist, ich weiß. Oh Gott. Ich gucke nur, ob ich hier irgendwie Schatz für mich übersehe. Ja, noch eine Truhe. Dann schaffe ich dadurch den. Nö, schaffe ich nicht. Gleich lande ich wahrscheinlich wieder am Anfang des Kampfes, ne? Also Kampf. Wisst schon. Steh auf, Männchen, da brauche ich alles nicht kommen. Ich hätte lieber Geld, besonders am Anfang des Spiels noch. Oh, warte mal, wo waren wir mit Sora noch mal? Naja, hier waren wir. Das ist schon so eine geile Spielmechanik, finde ich. Autsch. Weil wir so mitten in den Bosskämpfen rausgerissen werden können. Boah. Schon wieder daran gewöhnt, was Sora hier für angefahrt. Ist ja bei Schwertwurf. So, ich muss ich erledigen. Ich weiß, ich weiß. Noch mal. Ja. Jetzt auch hier LP blocken. Wie im Birth by Sleep. Würde es definitiv ein bisschen einfacher machen in dem Spiel. Weil man hier blocken ein bisschen nützlicher ist. Finde ich. Au. Ich glaube, ich habe schon angefangen, ein paar Drohnen so zu sammeln, aber ist natürlich wieder Jahre her. Ah. Ne. Wir fragen mich jetzt nicht, wo ich schon war und wo nicht. Das ist wieder so eine Sache. Was? Sieht ja komisch aus.
War schon immer so, waren da schon immer so Trauben am rumfliegen, wenn ich mich heile? Genau. Ja, auch danke. So. Nix hier auf diesen Säulen. Okay, da aber. Na, ich kann nicht. Da. Große Truhe. Hui, Blümchen Rezept. Habe ich mir nicht schon irgendwie so hergestellt aus Versehen? Nein, ich war nicht so. Weg seid ihr. Oh, eine Truhe, geil. Habe ich da nicht auch schon aufgemacht eigentlich? Boah. Geistergetöse. Toll. Aber warte mal, da fällt mir ein. Komet. So. Einfach mal so. Habe ich Kizaru aus One Piece einfach auf so eine Kanonenkugel am Stehen als Wert. Boah. So ehrlich. So, ich hoffe, das zählt auch als Link-Verbindung, wenn ich so eine Zweier-Link-Verbindung mache. Ich mit einigen Traumfängern das nämlich machen. Alter. Aha. Um so ein paar, ich muss das mit ein paar Traumfängern machen, um so Routen freizuschalten, den Routen, aber Fähigkeiten, halt auch um so Türen zu öffnen, auf deren Fertigkeitslink Dingen. Ich weiß nicht, ob das auch zählt, wenn ich mit 9, wie könnte es wagen? Ich weiß nicht, ob das auch zählt, wenn ich, ja, wie mache ich da treffen? Ja, ich kriege aber dadurch Schaden. So, Wirbelreiter, wo bist du, blöd Viech, ey? So. AP Höchstwert, gut. Mir ist auch aufgefallen, bis jetzt hat Zora höhere Werte als Rico. Ich glaube, seine Abwehr und seine AP sind ein bisschen höher. Oh, das wäre so ein Ding. Okay, cool. Nein. So. Block Schoko. Ah, nee, das Travers. Boah. So, irgendwann habe ich hier noch verpasst. So, ich mal hochheilen. Mit dem bin ich verkackt. So, warte mal. Da ist so blöd, dass die Karte nicht voll ist. Und wenn man so ein bisschen davon sieht. Ja, Rico ist schon wieder ein Level höher, also muss ich ein bisschen nachholen, ja. Oh. Ah. Das rast doch nicht so aus. Bin nur ich. Ja, er hat nur Magie bekommen. Das heißt, Rico müsste jetzt eigentlich höhere Werte haben als Zora. So, wo ist die letzte Truhe hier? Hoffentlich letzte Truhe. Boah, kommst du denn noch am Leben? Also war ich hier oben schon, ja, ne? Ja. Hopp, hopp. Verhöhnende Laune, geil. So, fehlt immer noch was. Ah, ich dachte, das wäre die, ja. Wir fehlen immer noch zwei Mann. Jetzt 24 Minuten. Jetzt der letzte Mal drauf, da waren nur noch 23. Ich dachte, ich habe schon viel mehr Zeit, aber verbraucht. Oh. Leute, macht doch mal Pause während den Angriffen, ey. Mich doch mal hier erholen. Aber ja,
Jetzt hörst du natürlich auch ganz aua. Ja, bis jetzt ist das Spiel aber jetzt nicht so schwer, finde ich. Das ist ja so schwer, ich kenne das Spiel doch schon. Klang jetzt irgendwie so, als hätte ich das Spiel noch nie gespielt. So mein Ersteindruck irgendwie hinterlassen. Boah, Nase hoch. Und die letzten beiden Schätze. Boah. Wie ich immer hier vorbeikomme und den Angriff mache. Mein Gott. Und dann gucken wir irgendwie unten. Über den Boden werden. Puh. So, komm. Irgendwo hier. Boing. Gut. Da ist eine. Oh, boom. Oh, noch eine. Mein Gott, die sind so winzig, die Thronen, und die Level hier sind so groß. Das kann doch nicht wahr sein, ey, dass ich so lange brauche, um so ein paar blöden Thronen hier zu finden. So, immer noch eine am Fehlen. Oh, wo? Ah, ich bin schon wieder eher nah. So, ich muss weg. So, bestimmt hier oben noch eine, ne? Komm. Vielleicht sehe ich sie ja von hier oben. Da ist die dicke Truhe. Ah, das ärgert mich in dem Spiel gerade. Ich habe so eine beschissene Orientierung. Hallo, jetzt auch noch was. Wir müssen zweimal Schaden, ne? Das schaffe ich doch locker. Gott. Na, komm schon. Puff. Oh Gott. Komm schon. Oh. Nein, ey, das darf jetzt nicht wahr sein. Ey. Ja, tust du so vorsichtig hier spielen, ne? Dann kommen auf einmal alle auf einmal so und boxen mir so weg, ey. Dreck. So, komm schon, wo ist die letzte verkackte Truhe, ey? Kann nicht so, kann nicht wahr sein, ey. Storytechnisch nichts erreicht, außer hier verdammt noch mal Thron zu suchen. Nur direkt auf Screen machen, das seht ihr wahrscheinlich gar keinen. Komm schon. Die Karte ist aber auch so groß, ne? Wie soll ich denn hier irgendwas finden? Da, oder? Ja, oh, leck mich. So, haben wir's. So, gut, weiter. So, nur eine Minute, aber was soll's. Ist jede Weise nicht. Jede Story Progression irgendwie ausnutzen, die ich machen kann. Da sind wir ja, wo wir mit Rico sind. Gut. Bedeutet, ja. Block Schoko. Da kommt er. Oh, ein paar neue Angriffe. Wie soll das? Und zack, die zack, zack, zack. Nein, ich habe schon meine Sturzanzeige gesenkt. Wie könnt ihr jetzt wagen, ihr blöden Viecher? Aber mag ich euch eigentlich. Boah, wer haltet euch hier die ganze Zeit hoch? Ist das? Sehr gut gemacht. Ballon.
Gut, was haben wir hier noch? Das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Und zwar, wenn wir wieder weitermachen mit Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis hoffentlich zur nächsten Folge.